Hey ho, meine Freunde, willkommen hier zu diesem Spiel in der Allianz Arena. Der FC Bayern München trifft auf Bayern 04 Leverkusen. Das könnte eine ganz, ganz spannende Sache werden, denn Leverkusen ist natürlich nicht zu unterschätzen. Aber wir sollten natürlich auch nicht unterschätzt werden. Vor allem einer nicht, unser Stürmer Thomas Müller. Der Typ ist unglaublich. 5 Tore in 2 Spielen. Mustafi gibt heute sein Debüt mit 23, 15 Millionen Euro und Benatia haben wir für ihn gezahlt. Und auch Javi Martinez sehen wir hier links neben ihn und Juan Bernat rechts. Also wir haben die komplette Abwehr im Prinzip umstrukturiert. Hier sehen wir das nochmal. Spielen mit einem 4-3-3 diesmal. Also wie ihr seht, in jedem Spiel irgendwie was anderes. Vidal, Thiago und David Alaba im zentralen Mittelfeld heute. Und ja, damit wollen wir heute 3 Punkte holen. Wir haben eben immer noch dieses Stürmerproblem. Das ist das Problem. Wir haben halt keine Alternativen, müssen halt auf Müller setzen und können dann nicht einfach mal wechseln. Das heißt, wenn der uns ausfällt, sind wir sozusagen am Arsch. Aber das ist ja bisher noch nicht der Fall. Stattdessen macht er einfach mal jedes Spiel über 2 Tore. Chicharito kommt da nicht durch. Javi Martinez macht das hier ganz entspannt. Bin gespannt, wie sich Alaba im zentralen Mittelfeld machen wird. Dort will er ja eigentlich auch in der Realität öfter spielen. Macht er ja in der österreichischen Nationalmannschaft auch. Hat ja auch natürlich die Qualität, um da wirklich auch zu spielen. Der ist ein unglaublich guter Allrounder. Der kann auch überall, der kann auch im Sturm spielen von mir aus. Der kann eigentlich alles außer Torhüter sein. Das traue ich ihm jetzt nicht unbedingt zu. Aber ansonsten ist es eigentlich der perfekte Mann für alles. Dann Robben kriegt er den Ball. Wendell geht dazwischen. Was mich so interessiert, ob wir Coman, ob wir den eigentlich haben können. Also ob wir eine Kaufoption auf ihn haben. Oder ob er automatisch zurückgeht, das weiß ich gar nicht. Soweit habe ich nie mit dem FC Bayern gespielt. Bis die 2 Jahre rum waren. Also da können wir auf jeden Fall gespannt sein, ob wir ihn letztendlich sogar noch kaufen müssen. Dann für eine sehr, sehr hohe Summe, schätzungsweise. Da er natürlich sich jetzt momentan prächtig entwickelt. Bei uns immer viel Spielzeit kriegt und eben dementsprechend seinen Marktwert auch steigert. Boah, starkes Ding von Chicharito. Ja, nicht gut geklärt von Ribéry und da ist es fast gewesen, aber Manuel Neuer ist natürlich auch noch auf dem Platz. Und klärt hier zur nächsten Ecke. Wieder Ribéry mit der Klärungsaktion. Diesmal war die besser. Diesmal ist auch der Konter besser. Wobei, na doch, durchaus Potenzial da, denn das Alaba. Was war das denn? Der Konter sah schon tot aus und dann die Flanke davon Robben. Perfekt für Alaba. 1-0.
Robben startet durch. Kriegt den Ball. Aber die Annahme war nicht super. Deshalb Leverkusen wieder im Ballbesitz. Ribéry stark gemacht, Alaba jetzt. Müller startet, Müller ist vorbei und kriegt diesen Ball auch. Ja, was macht er jetzt draus? So eine Flanke, aber Wendell klärt zur Ecke. Er wartet wie gewohnt Arturo Vidal. Arturo! Dieser Ball ist kein Problem für Neuer. Es dürfte es jeden Moment Halbzeit, wollte ich gerade sagen, und dann gibt es auch den Halbzeitpfiff. Und es steht nur 1-0, also Leverkusen bislang der beste Gegner, den wir hatten. Wir haben gerade mal 40% Ballbesitz, also das ist mal so gar nicht Bayern-like. Aber jetzt wollen wir lieber mit Toren glänzen statt mit Ballbesitz. Und dafür kommt jetzt auch Kovalenko und Koman wieder auf den Platz. Außerdem wird Costa, nee, bringen wir Tete für... Nee, ich weiß auch nicht. Xabi Alonso. Bringen wir Xabi Alonso für Vidal. Nochmal so einen erfahrenen Routinier reinbringen, der das Spiel auch ein bisschen lenken kann. Aus der zweiten, dritten Reihe. Alaba. Richtig gut. Boah, und dann hier Kovalenko. Erster Ballkontakt überhaupt. Wird direkt so brutal umgesetzt. Gelbe Karte für Lars Bender. Gute Kombination jetzt. Und da ist gar niemand. Gar niemand. Schade. Kovalenko sitzt danach, aber kann da nichts ausrichten. Aber der Ball war eh nicht wirklich gut. Und der war genauso schlecht. Von Thomas Müller, der heute noch kein Tor geschossen hat. Was ist denn mit dem los? Ist er in einer Krise? Guter Ball. Ein Robben. Kommt nicht wirklich weit. Oh, schwach gemacht. Das gibt uns jetzt die Möglichkeit. Haben wir schon besser gesehen.
Coman. Kingsley Coman. Schickt Müller auf die Reise. Müller. Müller. Aber Leno stibitzt ihm da den Ball vom Fuß. Oh, schön gemacht. Ein Robben jetzt. Ein Robben. Oh, an so ein Schüsschen. Kramer kommt rein für Kampl. Mustafi, klasse gemacht. Jetzt ist Comor hier komplett allein. Müller kommt langsam aber sicher hinterher. Müller, Müller, Müller. Auch in diesem Spiel macht er sein Tor. Muss Leverkusen natürlich aufmachen, was uns die Möglichkeit gibt, noch weitere Treffer zu erzielen. Oh, schlecht gemacht von Alonso. Martinez aber hat alles im Griff. Schlecht gemacht. Alonso stark. Und wieder Müller. 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 Fliegt hin. Gibt nichts. Schlechter Ball. Chicharito. Martinez. Alles unter Kontrolle. Kovalenko. Ist es abseits? Ja. Nachspielzeit ist jetzt rum. Kießling. Kießling. 1-2. Bayern immer noch ohne zu 0 Sieg. Ömer Toprak in letzter Sekunde mit dem Tor. Wir sehen uns im nächsten Spiel. 2-1 gewinnen wir hier. Müller trifft natürlich. Bis dann und tschüss.